Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ. Ja, hallo zu Fußball Inside, wo wir heute so ein bisschen in den Endspurt gehen, denn während sich die Bundesligisten aus dem Pott noch schön in der Sonne auf die Bundesliga-Restrunde vorbereiten, geht's für unsere Drittligisten aus dem Pott ja am Wochenende schon wieder so richtig los. Dementsprechend gibt's heute voll auf die 12 dritte Liga bei uns bei Fußball Inside. Wie immer natürlich als Doppelwumms sozusagen. Einmal als Video, als Vodcast und einmal zum Hören als Podcast. Wenn ihr gerade guckt und lieber hören wollt, kein Ding, schaut einfach vorbei auf Apple Podcasts oder Spotify zum Beispiel. Da könnt ihr uns auch direkt dann abonnieren. Da verpasst ihr auch keine Sonderfolgen, wie zum Beispiel die aus den Trainingslagern der Bundesligisten. Am Montag waren wir bei Borussia Dortmund. Am Sonntag geht's noch zum VfL Bochum. Und solltet ihr gerade hören und möchtet aber lieber gucken, ja, kein Problem. Den Link packe ich euch natürlich in die Shownotes. Und damit dann jetzt aber auch wirklich rein in die Thematik zu unseren Drittligisten, zu Rot-Weiß Essen und den MSV Duisburg. Und dementsprechend sind dann auch meine Gäste heute. Einmal unser RWE-Experte Ralf Wilhelm. Hallo. Und MSV-Experte Dirk Retzler. Hi, moin. Hi. Ich stelle mich auch noch kurz vor, dann haben wir das auch rund. Ich bin Timo Düngen, bin morgen Moderator bei Radio Emscher Lippe und ansonsten noch als Fußballkommentator im Einsatz bei den Spielen des FC Schalke 04 und des MSV Duisburg. Also Ralf, du hast schon gesagt, jetzt bist du irgendwie so ein bisschen in Unterzahl heute. Ja, muss ich mich wehren. Erstmal freispielen und dann wollen wir mal sehen, ob wir die Tore machen. Also am Wochenende geht's schon wieder los und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tue mich total schwer damit, zu realisieren, dass wir jetzt wieder mitten reingehen in eine Saison, die schon läuft, weil diese lange WM-Pause war für mich so eine Pause, als wenn jetzt eine neue Saison anfängt. Ja, ist irgendwie so, ne? Also die Pause war definitiv zu lang, sagen auch Trainer und Spieler. Aber hilft ja alles nichts, ne? Ja. Von 0 auf 100 in 3 Sekunden oder 19 Minuten, besser gesagt, am Samstag dann. Ja. Dirk, ist das bei dir? Ja, es war ganz komisch. Es gab, also der MSV hat ja am 7. Dezember wieder angefangen, trainiert. Und dann gab es ja nochmal zwei kurze Unterbrechungen mit Weihnachten und Silvester. Und es gab kein Trainingslager. Gut, gab es jetzt während Corona in den letzten Jahren auch nicht. Ja, es fühlt sich sehr komisch an. Und Thorsten Ziegner, MSV-Trainer, hat heute auch gesagt, er freut sich schon auf die nächste Wintervorbereitung, wenn die dann wieder im normalen Rahmen stattfindet und wie sie dann am Ende die Belastung sich halt bemerkbar macht, ob alles richtig gemacht wurde, das wird man wahrscheinlich erst nach ein paar Spieltagen sehen, ob die Vereine halt die richtige Entscheidung getroffen haben, weil die haben ja zum großen Teil es auch unterschiedlich gemacht. So mit den Belastungspausen. Ja, wie war es bei Rot-Weiß Essen? Also Christoph Dabrowski hat ja auch gesagt, diese lange Winterpause war schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ne? Ja gut, die haben ihre Testspiele gemacht, wobei auch Dabrowski kein Freund von Testspielen ist, wie er vorgestern nochmal gesagt hat in dem Interview. Er sagt, da fehlt einfach der Wettkampfcharakter, der Druck, den kannst du nicht fantasieren. So muss es wirklich dann, wenn das Flutlicht angeht und geht wieder um Punkte, dann sind manche Spieler ganz anders drauf als in der Vorbereitung. Wie steuerst du da die Belastung in dieser Winterpause? Weil du willst ja schon, dass die Jungs, Dirk hat es auch schon gesagt, dann gab es auch noch zwischendrin Weihnachten, dass sie schon im Saft sind. Willst jetzt aber natürlich nicht überpacen, weil du brauchst ja schon diese Pause. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig, damit umzugehen. Ich denke mal, die haben alle ihre Trainingspläne mitbekommen in die Ferien. Und dann denke ich mal, liegt es in der Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen, auch am Ball zu bleiben. Immerhin ist es dritte Liga, du bist Profi. Ja. Da kannst du jetzt nicht mal sagen, jetzt gibt es eine Woche Gänsebraten mit Knödel. Ich glaube, das zahlst du dann hinter den Preis auf dem Platz natürlich. Ne? Dementsprechend hieß es ja auch beim MSV, keiner ist mit einem dicken Bauch zurückgekommen. Richtig, ja, wobei einige sind krank zurückgekommen. Also sind dann nicht zurückgekommen, ja, weil es dann auch mal praktisch ist. Wenn dann eine Erkältung kommt, dann musst du halt auf der Waage dich nicht beweisen, direkt nach dem Festtag. Das stimmt natürlich. Auch praktisch. Nein, es war so, dass halt beim MSV Duisburg, wird in Essen vielleicht ähnlich gewesen sein, diese Grippeviren ja schon ordentlich dazwischen gefunkt haben. Also es fehlt, also Stoppelkampf war lange flach. Sebastian Mayer hatte mehrere Wochen eine Mandelentzündung. Und das sind ja dann schon Faktoren, die dann vor so einem Saisonstart schon dann auch ins Kontor schlagen. Ja, natürlich, weil das ja natürlich zwei ganz, ganz wichtige Korsettschlangen sind beim MSV.
bei Rot-Weiß Essen die Testspiele, ich sag mal so von den Ergebnissen her, durchwachsen. Also es gab, glaube ich, einen Sieg, einen Unentschieden, zwei Niederlagen. Allerdings, die Gegner waren jetzt auch nicht so schlecht. Also insofern, wie schätzt du das ein? Was macht RWE da draus aus diesem Testspiel? Wenn der Trainer schon selber sagt, die sind gar nicht so wichtig. Man hat nicht ins untere Regal gegriffen bei den Spielen. Auf jeden Fall 3-2 gegen Paderborn immerhin gewonnen. Aber gegen die Holländer in De Graafschap 2-2 und vor allen Dingen in Eindhoven 1-4, jetzt gegen Japsche am Samstag 1-3. Es fallen definitiv zu viele Gegentore und das ärgert den Trainer maßlos. Also da muss auf jeden Fall nachjustiert werden, bevor es dann am Samstag losgeht. Obwohl es ein anderes Spiel werden wird. Man wird nicht hinten reingedrückt sein, sicherlich, sondern man muss das Spiel machen gegen Halle. Da gehe ich auch von aus. Beim MSV würde ich auch dieses Durchwachsen erstmal unterschreiben, oder? Also vor allen Dingen die letzten beiden Spiele, die darf man, glaube ich, nicht so hoch bewerten. Einmal das 6-0 gegen Uerding. Aber auch die hohe Niederlage gegen Paderborn wahrscheinlich. Ja, also ist das letzte Spiel letzten Samstag in Paderborn, da hatte der Trainer ja auch schon vorher gesagt, das ist jetzt keine Generalprobe, weil es kann keine Generalprobe sein, weil sich einige Spieler nicht alle da waren oder einige hatten halt noch krankheitsbedingten Trainingsrückstand. Das erste Testspiel letzte Woche gegen KFC Uerdingen, 6-0 gewonnen, Tore geschossen, was ja jetzt auch so ein Ziel war in der Vorbereitung, das Tore schießen zu verinnerlichen, aber Uerdingen gerade angefangen mit dem Training und Oberligist und was ich da gesehen habe, ich glaube, die steigen nicht auf. Also, wollte ich gerade sagen, Uerdingen ist nur noch eine Hülle sozusagen, der Name steht drauf. Ja, die haben die Ambitionen, die sind ja, glaube ich, Dritter auch. Noch ein bisschen tiefer. Nee, Dritter. Nein, Schwarz-Weiß ist Dritter, soweit ich weiß. Schwarz-Weiß ist Zweiter, aber egal. Okay. Wir werden das klären, packe ich euch in die Shownotes, die aktuelle Tabelle. Sehr gut. Nein, aber jetzt Uerdingen war jetzt kein Härtetest im klassischen Sinne. Also das, was halt gut war, da hat sich der MSV in den letzten Jahren gegen unterklassige Spielmannschaften ja auch schwer getan, Tore zu schießen. Das stand relativ flott 3-0 und das war dann halt dann auch so ein Dosenöffner und dass die Truppe dann auch Spielfreude entwickelt hatte und dann auch im Abschluss da war. Jetzt gucken wir auf die Tabelle der dritten Liga. Also RWE 13., der MSV Duisburg ist 11., beide punktgleich, das hast du vorhin auch schon angesprochen, es sind nur zwei Tore, die beiden da wirklich auch trennen. Vor der Saison hast du gesagt, also ein Durchmarsch würdest du Essen, wenn es alles optimal läuft, zutrauen, hast dann aber hinterher gesagt, so, okay, Platz 5 bis 8 sollte es werden. Kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Nee, kann ich mir vorstellen. Also, ich erinnere mich noch, dass du auch gesagt hast, dass die Essener Fans in Duisburg das Stadion auseinandernehmen, wenn sie da haushoch gewinnen werden. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich gesagt habe, wenn die wirklich gut aus den Startlöchern kommen und die ersten 5, 6 Spiele wirklich punkten, dann könnte da so ein Flow entstehen. Und was ist passiert? Die ersten 6 Spiele wurden nicht gewonnen. Richtig. Damit war ich natürlich raus im Rennen, immer eine Theorie. Ne? Aber jetzt sage ich, wenn sie zwischen 8 und 11 einlaufen, dann ist es immer noch eine gute Saison gewesen. Aber 5 bis 8 hältst du jetzt nicht mehr für ganz so realistisch? Warten wir mal. Wenn ich jetzt wüsste, wie es gegen Halle und in Verl ausgeht, dann würde ich mich vielleicht nochmal aus dem Fenster lehnen. Okay. Aber vorher passe ich auf, dass er nicht ein Tunnel ist und der Zug kommt. Also in 2 Wochen werden wir das dann nochmal klären. Dann ist Ralf dann nochmal da. Dirk, beim MSV, ich frage mich so ein bisschen, wie geht man jetzt in die Restrunde? Also Ambitionen nach oben sind, glaube ich, nicht da. Und man will doch auch Hauptsache mal eine ruhige Saison erleben, oder? Ja, die erwarte ich jetzt auch. Ja. Ich erwarte jetzt eine Runde. Der Trainer hat das heute so gesagt, er möchte Konstanz sehen. Also ne, das jetzt nicht eine Serie mit 8 Spielen, wo du 1, 2 Pünktchen holst, kommst. Also ich erwarte, dass die Mannschaft nicht mehr unten reinrutscht, dass nicht mehr gezittert werden muss. Und im günstigsten Falle vielleicht der klassische gute Start, Phrasenschwein jetzt. Nein, wenn du Ende Februar, Anfang März vielleicht 6. oder 7. bist, hast 5 Punkte Rückstand auf Platz 3, dann hast du eine gewisse Fantasie, dann kommen die Fans auch ins Stadion. Ob du dann tauglich bist, um Platz 3 mitzuspielen, ist dann eine andere Frage. Aber es wäre schon wünschenswert für den MSV, vielleicht so eine Entwicklung zu machen, um dann um dann aufzubauen und für die kommende Spielzeit dann auch tatsächlich dann ein Faktor oben zu sein. Auf die kommende Spielzeit und generell so die nähere mittelfristige Zukunft in Duisburg, wenn wir noch zu sprechen kommen, bleiben jetzt aber erstmal natürlich noch beim aktuellen. Neuzugänge gab es sowohl beim MSV nicht, in Essen jetzt auch nicht. Die wurden ja vorgegriffen schon im August, weil man merkt, man muss nachjustieren. Ja, ganz genau.
Passiert denn da noch irgendwas? Jetzt in der Winterpause ja. Glaube ich nicht, auf keinen Fall, nein. Also vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Abgang, man hätte gerne so 2, 3 noch von der Liste runter, aber die wollen nicht, die wollen sich noch beweisen, haben auch vielleicht auch kein besseres Angebot, aber Neuzugänge halte ich für ausgeschlossen eigentlich, ja. Da müsste man schon wirklich, das muss jetzt einer sein, der auch schon über die Saison hinaus den Rot-Weißen weiterhilft. Also auch wieder ein Vorgriff sozusagen. Ein Vorgriff auf die nächste Saison, ja. Genau. Beim MSV wird ja allerdings schon das Geld fehlen. Genau, das ist, ein Ausschlusskriterium. Ja. Da sagt der Sportchef Ralf Heskamp ja auch, uns fehlt, unser Budget ist ausgereizt. Und er sagt aber jetzt auch das Gleiche, wenn jetzt ein Spieler auf dem Markt ist, der im Hinblick auf die kommende Spielzeit helfen könnte und du kriegst den nur jetzt, im Sommer ist er weg, dann würde man nochmal versuchen, irgendwie Geld zu generieren, ja. Eine Lösung zu finden, um den dann jetzt zu verpflichten. Aber aktuell ein Neuzugang, der sofort helfen kann und muss, den sehe ich nicht. Okay. Vor allen Dingen, du hast ja sozusagen interne Neuzugänge, Rückkehrer hast du ja mit Bakir und Giert. Das sind ja dann in gewisser Weise schon wieder... Ja, Leute, wobei Bakir ist ja noch außen vor. Da hat es ja einen Rückschlag gegeben. Ja. Stand heute, Ende der nächsten Woche, er hat ja eine Reizung im Knie nach seiner Meniskusoperation und der Coach erwartet jetzt, dass er bis nächste Woche noch die Belastung runtergefahren hat, um dann wieder einen neuen Anlauf zu machen. Ist natürlich, es sah zum Trainingsstart im Dezember noch wesentlich besser aus, wo er auch selbst gesagt hat, ich möchte in Saarbrücken der Startelf stehen. Ja, jetzt will er erstmal gucken, ins Teamtraining zurückzukehren. Er wäre auf jeden Fall dann auch noch ein Faktor für den MSV, hoffentlich in dieser Restrunde, denn vor seiner Verletzung hat er, ja, man könnte sagen, endlich das gezeigt, was man sich schon letzte Saison Richtig. Er war ja richtig gut drauf, ja. Er hat ja Akzente gesetzt und das war für den Jungen ja total bitter, sich zu verletzen mit OP und Reha und dem ganzen Programm. Hat Riesenpech gehabt. Jetzt gibt es ja auch durchaus, also Ralf hat es ja auch schon gesagt, bei RWE gibt es auch ein paar Spieler, die man vielleicht dann nicht mehr ganz so auf der Gehaltsliste haben möchte. Beim MSV Duisburg sind die ja sogar namentlich genannt, also Gembalis, Wild, Quattro. Hast du die Fantasie, dass die irgendwo unterkommen? Also bei Gembalis, ihm wurde ja schon zu Saisonbeginn nahegelegt, also im Sommer bei der Vorbereitung, such dir einen neuen Verein, du wirst bei uns nicht die Rolle spielen können. Das Problem ist natürlich, der ist jetzt auch mit Kniebeschwerden seit Wochen raus und sehr, sehr diffuse Geschichte. Ärzte finden nichts, auch eine Reizung. Ja. Ist dann für einen Verein, der nochmal was machen will für die zweite Serie, lassen die meisten ja wahrscheinlich die Finger von. Denn wir sind ja wieder im Winter, da muss der Neuzugang auch wirklich direkt dann greifen. Ja, und bei Gordon Wild und Leroy Quattro ist klar, der MSV wird denen keine Steine in den Weg legen. Ohne Namen zu nennen, hat der Trainer heute auch gesagt, er wird das begrüßen, wenn dann Spieler einen neuen Club finden, weil was er auch nicht haben möchte, ist, dass Unzufriedenheiten aufkommen im Saisonverlauf, wenn dann Spieler noch die dritte Geige spielen und keine Perspektive haben, ins Team oder in den Kader überhaupt zu kommen. Dass da halt dann reduziert wird. Wobei die Spieler, wenn die jetzt einen neuen Verein finden würden, die würden jetzt nicht den Geldsegen, dass du dann auf dem Transfermarkt im Umkehrschluss nochmal einen großen Wurf landen kannst. Bei Quattro ist es ja noch ein bisschen anders gelagert. Da hatte man, den hatte man vor der letzten Saison geholt mit großen Erwartungen, würde ich auch noch sagen. Die konnte er nicht erfüllen. Jetzt ist er dann auch wirklich abgehängt worden auf der Linksverteidigerposition. Bei Wild, den hatte man im Sommer gefühlte Monate im Probetraining. Richtig. Hat man sich doch immer durchgerungen, ihm einen Vertrag zu geben und dann hat er nie stattgefunden. Ja, ich glaube 2, 3 Einwechslungen. Ja. Also unter anderem gegen Essen ist er reingekommen. Hat aber nicht, glaube ich, einmal voll gespielt und das war's. Ja. Also da hat sich, wobei ich davon ausgehe, dass er jetzt für kleines Geld unterschrieben hat im Sommer, noch als Ergänzung. Hatte interessante Vita, dazu gesagt haben, wir versuchen das jetzt mal, aber jetzt mittlerweile ist klar, dass er jetzt nicht der Faktor ist, der die Mannschaft nach vorne bringt und auch keine Perspektive hat zu spielen, wobei Flügelspieler grundsätzlich würden dem MSV sehr gut tun und da würde ich jetzt auch, jetzt mal die finanzielle Geschichte ausgeblendet, jetzt tatsächlich noch Bedarf sehen, nachzurüsten. Wenn das liebe Geld nicht wäre. Richtig.
so eine lange Winterpause ist ja auch dafür da, dass sich halt Leute, die vielleicht am Anfang noch nicht ganz so stattgefunden haben, also ich sag mal in der Hinrunde, auch wenn die noch nicht wirklich beendet ist, dass die sich jetzt aufdrängen im Training, dass sie jetzt sagen, so, jetzt aber im zweiten Halbjahr ist mit mir zu rechnen. Gibt's bei Rot-Weiß Essen da jemanden, wo du sagst, yo, also der hat bislang noch nicht stattgefunden, aber das wird jetzt seine Rückrunde? Also der Trainer sagt, Clemens Fandrich würde kratzen, der möchte rein in die Mannschaft, ist nicht in den ersten Elf normalerweise. Ich fand wirklich ein sehr, durchaus prominenter Name im Essener Kader. Fleißig im Mittelfeld, aber er war noch nicht so die tragende Figur, da gab es andere, die da sich in Vorlauf gespielt haben. Und ich persönlich finde jetzt die Entwicklung von Lubongo gerade stark, der jetzt immer mehr Selbstvertrauen gewinnt. Man merkt ihm jetzt an, der traut sich jetzt was zu auf dem Flügel. Der Trainer sagt, er muss noch effektiver werden vor dem Tor, aber das müssen andere auch. Also von daher glaube ich so, das sind so die beiden, wo ich denke, ja, also Lubongo auf jeden Fall, weil Fandrich muss man mal sehen, da ist natürlich auch eine große Konkurrenz im Mittelfeld mit den Spielern, die da sind. Aber jetzt ist Götze angeschlagen, wird vielleicht nicht spielen am Samstag, könnte ja vielleicht eine Chance sein, dass Fandrich gleich von Anfang an spielen kann. Aber vor allen Dingen, dass er auch, ich habe es ja gesagt, ein erfahrener Spieler mit einem größeren Namen, das ist ja auch einer, den kannst du dann wahrscheinlich ohne große Bedenken direkt mal in die Startelf setzen, der wird schon einen ordentlichen Drittliga-Stiefel spielen können. Ja, der kennt die dritte Liga bestens, von daher, ja, auf jeden Fall. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, bei Rot-Weiß Essen wird ja, glaube ich, schon ein bisschen größer gedacht. Also dritte Liga soll eine Durchgangsstation sein, der Aufstieg ist schon im Hinterkopf jetzt. Wann wird das so angepeilt? Also ist jetzt die Saison wir ordnen uns erstmal zurecht und nächste Saison wird angegriffen? Also dieses Jahr ist die Konsolidierung auf jeden Fall. Da will man sich stabil halten und es laufen 18 Verträge aus und die werden alle auf den Prüfstand gestellt für den Next Step. Mhm. Wer den Next Step nicht mehr gehen kann aus Altersgründen oder weil er gezeigt hat, da ist das Potenzial zu Ende. Ich glaube, die werden ausgesiebt und da wird es sicherlich einige Veränderungen im Kader geben im Sommer, weil man sagt schon so einen richtigen Umbruch. Ja, man sagt es noch nicht offiziell, man möchte erstmal drinbleiben, ist ja alles noch sehr wackelig, 6 Punkte nach unten, ist jetzt nicht die Welt, aber wenn man absehen kann, jetzt im März, April, dass man drinbleibt, ich denke mal, da wird einiges passieren in personeller Hinsicht. Da sagen die manche aus dem Umfeld schon hinter vorgehaltener Hand, also dann wollen sie angreifen. Also dann glaubst du auch schon, dass RWE da in die höheren Regale greifen wird? Man möchte, glaube ich, nicht ewig da in der dritten Liga bleiben. Nicht so wie in der Regionalliga, nochmal so 12 Jahre verschnaufen und dann weitergehen. Also glaubt ihr, man musste dann auch da ganz schnell raus, sonst hast du dich da wohl nicht eingerichtet hinterher in der dritten Liga. Ja, und das ist nicht unbedingt so erstrebenswert. Kann man den Fans auch nicht verkaufen, bei 16.000 im Schnitt, ich glaube. Geht einfach nicht, da möchte man weitergehen. Ja, gut. Und jeder Gast, jetzt Podolski am Samstag, sagt dann auch sofort, ja, ich hoffe, dass so ein Verein schnell in die zweite Liga kommt, die haben hier unten nichts zu suchen. Ja. Den Satz, das ist eine Langspielplatte bei Rot-Weiß Essen, wenn die Leute da hinkommen. Beim MSV Duisburg habe ich das auch schon öfter gehört. Ja, das hörst du. Hörst aber auch von außen oft, von anderen Vereinen, mindestens gefühlter Zweitligist. Ja. Ja, von der Struktur her des Vereins natürlich. Zweitligist, gibt viele Parallelen zu Rot-Weiß Essen. Ja. Zuschauerschnitt jetzt nicht ganz so gut wie in Essen. Natürlich die Faktoren Enttäuschung der letzten Jahre, Corona, Rückgang und aber der MSV Duisburg ist ja ambitioniert. Letzte Woche hat ja der Vorstandsberater Ulf Schott den Satz gesagt, wir werden bis 2025 aufgestiegen sein. So, und da frage ich mich, wo kommt das her? Ohne Konjunktiv als Fakt. es wird jetzt keine Nebelkerze, kein Alleingang gewesen sein. Also grundsätzlich freue ich mich, dass mal einer sich mal aus dem Fenster lehnt und mal einen Satz sagt, ohne die ganzen Vorsichtsgeschichten. Immer schreien sie das mal nicht wir haben dann nochmal nachgefragt, weil wir so irritiert waren aufgrund einer so klaren Aussage. Ja. Er hat gesagt, nee, dazu stehe ich. Natürlich ist auch schon Wahlkampf. Ja, gut. Im Frühjahr sind Neuwahlen, Vorstand. Ulf Schott ist ein Ingo Waldmann. Er hat ihn geholt, also Ingo Wald hat Ulf Schott nach Duisburg geholt. Natürlich spielt das auch schon eine Rolle, weil das wird auch ein Faktor in der Rückrunde sein. Wie werden die Wahlen im März ausgehen beim MSV Duisburg? Sie haben ja bisher die Vision Aufstieg bis 2025 gehabt und jetzt ist es von dieser Seite aus konkreter geworden. Und ich sage jetzt noch einmal, ich glaube, das war jetzt nicht ein Alleingang von Ulf Schott.
Er wird sich dabei seine Aussage schon abgesichert haben bei den Kollegen. Allerdings muss ich sagen, diese Jahreszahl wirkt für mich vollkommen aus der Luft gegriffen. Also wo ist die Grundlage, dass du sagst, wirklich 2025 sind wir aufgestiegen? Es ist schon in 2 Jahren. Wo soll das jetzt auf einmal herkommen? Es ist natürlich möglich, dafür gibt es ja andere Beispiele in der dritten Liga. Magdeburg und Kaiserslautern waren ja auch in der dritten Liga am Fliegenfänger, waren mit anderthalb Beinen in Regionalliga und spielen jetzt zweite Bundesliga. Wobei Kaiserslautern natürlich diesen Luxus wahrgenommen hat, den der MSV nicht wahrnehmen wollte, richtig, nämlich die planmäßige Insolvenz, wo man es ohne strafen durfte. Das hat Kaiserslautern gemacht, hat sich da halbwegs gesund gestoßen und spielt jetzt halt zweite Liga. Die konnten ja plötzlich einen Kader auch zusammenstellen, der schon ordentlich war. Also die Grundlage des Ganzen wird natürlich sein, wie sieht die Personalpolitik im Hinblick auf den Sommer aus? Es laufen Verträge aus, du hast dann wieder ein bisschen Spielraum finanzieller Natur, weil einige Verträge auslaufen. Wie wird allen voran Ralf Heskamp als Sportchef dann auf dem Markt agieren? Und was er dieses Jahr im Rahmen der Möglichkeiten gemacht hat, war auch gut. Ja. Wenn man mal guckt, welche Spieler jetzt in der Mannschaft funktionieren, die Mannschaft mittragen, da sehe ich jetzt den Torwart Vincent Müller, natürlich Sebastian May, Marvin Sänger als Innenverteidiger. Die Rückholaktion von Joshua Bitter war okay. Der funktioniert auch. Ja. Im Rahmen dessen bin ich da mal gespannt, was jetzt, wenn so im Frühjahr die Personalien kommen, was dann da kommt. Ja, aber da müsste dann schon wirklich auch was von extern kommen, weil du hast, also vor der Saison hieß es, wir brauchen unbedingt Leute, die so in diesem Altersmittelfeld sind. Die sind ja im Endeffekt mit Sebastian May vielleicht so halbwegs gekommen, ansonsten waren es dann doch eher junge Spieler wieder und dann hast du halt die ganz alten Leistungsträger. Also Moritz Stoppelkamp mag mir das jetzt verzeihen an dieser Stelle, dass ich ihn ganz alt nenne, aber für einen Profifußballer ist das natürlich schon ein stolzes Alter. So, und da wirst du zum Beispiel sehen, Stoppelkamp, ob der jetzt nochmal in der nächsten Saison nochmal so eine Leistung abrufen kann, weil er nicht jünger wird. Dann Marvin Bakalorz, der jetzt im zweiten Jahr zwar funktioniert, aber auch nicht jünger wird. Er hat also aber noch Vertrag nächstes Jahr. Ja, gut, das heißt ja nichts. Also der bleibt dann vielleicht, aber der muss ja die Leistung abrufen können. Deswegen, für mich fehlt da momentan noch so die Mischung, dass man diese Vision wirklich haben kann. Weil du hast Leute, die wahrscheinlich irgendwann diesen Leistungsstandard nicht mehr halten können. Ja, von unten die Jungen rücken nach. Du hast jetzt Mogultay, Janda mal ganz vorne weg. Trotzdem, ich frage mich weiterhin, wo dieser Optimismus herkommt. Ja, Wahlkampf wäre das eine, aber... Ja, erstmal, diese Jahreszahl 2025 wurde ja einfach auf der letzten Jahreshauptversammlung mal gesetzt. Ja. Da gab es ja auch Gelächter im Publikum, was ich nicht verdenken kann. Du standest damals auch war es in großer Not, tabellarisch. Schott hat das jetzt adaptiert, diese 2025, ne? Weil dieses Konzept ist jetzt auf dem Papier und dann hat er gesagt, bis 2025 wird der MSV das geschafft haben. Ja. Das ist jetzt die Zahl, die im Raum steht. Also es wäre wünschenswert aus Duisburger Sicht. Es wird darauf ankommen, welche Lehren die sportliche Leitung aus der aktuellen Saison ziehen wird. Und es wird davon abhängen, wie die anderen Baustellen ausgehen. Schauensland, die Geschichte mit den Stundungen. Und natürlich, wer ist Ende März Präsident des MSV Duisburg? Das sind genau die nächsten zwei Fragen noch auf meinem Zettel, die wir zum MSV haben. Denn es gab diesen Streit zwischen MSV und Schauenslandreisen als Sponsor. Du hast schon gesagt, es ging da um Stundungen. Die gab es jährlich mehr oder weniger. Die wurden immer wieder verlängert seitens von Schauenslandreisen. Und um jetzt alle abzuholen, Schauenslandreisen hat vor ein paar Monaten dann gesagt, wir überlegen uns, ob wir wieder Stunden. Und beim MSV ist ganz klar, wenn es diese Stundung nicht gibt, dann hätte man schon ein arges finanzielles Problem. Dadurch wurde so ein bisschen Druck aufgebaut. Angeblich sollte da auch Ralf Heskamp so ein bisschen mitspielen, weil ein Vertreter von Schauenslandreisen, namentlich Andreas Rüttgers, kein großer Freund von Ralf Heskamp sein soll. Drücken wir es mal so ganz diplomatisch aus. Mittlerweile scheint da so ein bisschen die Schärfe raus zu sein aus diesem Streit, aber ganz geklärt ist die Sache ja noch nicht. Die Sache ist noch nicht geklärt. Was geklärt ist, dass die Insolvenz nicht mehr droht. MSV-Präsident Ingo Wald hat mit Schauenslandchef Gerald Kassner bereits Gespräche geführt
und ist da hat dann verkündet, dass er jetzt positiv gestimmt ist, dass erstmal eine Lösung da ist, aber es fehlt halt noch die nachhaltige Lösung. Eine nachhaltige Lösung könnte so sein, dass sie eine Lösung finden, dass der MSV eben nicht jedes Jahr im November, Dezember anfangen muss zu betteln, wie ist es mit der Stundung im nächsten Jahr. Da könnte jetzt ein langfristiger Tilgungsplan die Lösung sein, um da die Verbindlichkeiten da zu reduzieren und irgendwo mal glatt zu stellen. Und was in diesem Konflikt, ich habe es Ende des Jahres im Kommentar so formuliert, da hat Schauinsland eine rote Linie überschritten. Was habe ich damit gemeint? Die Forderung Heskamp-Ablösung stand im Raum, die stand glaubhaft im Raum, auch aus von Vereinsseite. Das geht nicht. Ja. Also ein Sponsor kann natürlich sagen, wir möchten gerne eine Ausrichtung haben, wir möchten eine Philosophie haben, aber dann das Schwert zu zücken und den Verein unter Druck zu setzen, das widerspricht ja all dem, was man im Fußball erwarten darf. Ja. Ist natürlich in vielen Vereinen auch nicht so gegeben. Der Sponsor sagt, wo es lang geht. Aber trotzdem, das war halt, das ging gar nicht. Wie hast du das aus Essener Sicht verfolgt? Warst du einfach mal froh, dass Rot-Weiß Essen mit solchen Kinkerlitzchen gar nichts zu tun hat? Ja, wir hatten ja da auch unsere Probleme mit Hafit. Also da ist ja dann Stimmt. die deutsche Saatgut jetzt eingesprungen. Ist ja. auch ein schönes Bild, wenn die Saat jetzt im nächsten Jahr aufgeht, dann ist deutsche Saatgut genau richtig an der Stelle auf der Brust. Ich glaube, die Probleme liegen, glaube ich, ganz anders bei Rot-Weiß. Oder wenn man von Problemen überhaupt sprechen müsste. Ich glaube, da ist Rot-Weiß doch, ich möchte jetzt nicht sagen auf Rosenbette, sonst kriege ich gleich böse Anrufe von Vereinsseiten. Aber die große Not sehe ich da wirklich nicht. Ich weiß, dass mit deutschen Saatgut war schon im Sommer ein Thema. Die waren quasi schon, die standen schon Gewehr bei Fuß, hatten plötzlich Interesse. Und dann hat sich das so ergeben, dass Hafit eben insolvenz gegangen ist und dann war der nächste Hauptsponsor da oder Trikotsponsor. Ich glaube, wenn ist ja auch schon eine Luxussituation. Ja, absolut. Wie gesagt, Zuschauereinnahmen. Ja. Du hast keine Sorgen mit Sponsoring. Also da kann man, da sollte man schon was draus machen, glaube ich, ne? Als Sportlicher. Zumal es ja wirklich zeigt, wir haben das auch damals angesprochen, als wir vor der Saison hier zusammen gesessen haben. RWE ist aktuell halt sexy. Ja. Ne? Absolut. Ja, bisher waren sie nur rotzig, jetzt werden sie auch noch sexy. Dirk, du hast es schon angesprochen, im März wird es spannend, beim MSV stehen dann die Neuwahlen an, noch halten sich da die Prognosen so ein bisschen im Hintergrund, also ob es jetzt auch wirklich ganz, ganz viele Gegenkandidaten geben wird oder zumindest ein Gegenkandidatsteam. Ja genau, ist, um mal kurz zu erklären, beim MSV Duisburg werden Teams gewählt, es bilden sich halt Teams, die sich zur Wahl stellen, einer hat dann in diesem Schattenkabinett den Hut auf, der soll dann Präsident werden. Es ist also keine Einzelwahl. Ja. Natürlich werden diese Wahlen natürlich unter dem jeweiligen Namen, wer steht an der Spitze, wer jetzt bei Ingo Wald ist, natürlich bleibt Ingo Wald Präsident oder nicht. Ingo Wald hat sich öffentlich noch nicht erklärt, aber ich gehe davon aus, dass er kandidieren wird mit einem Team. Weil alles andere wäre überraschend, weil er hat sich ja in den letzten Wochen auch zu Perspektiven des MSV geäußert. Der ist halt Verhandlungsführer bei der Schauinsland-Geschichte. Dann wäre es jetzt also für mich wirklich sehr erstaunlich, wenn er jetzt im Januar oder Februar sagen würde, ich mache Schluss. Also vor einem Jahr hätte mich das nicht überrascht. Da schien er aufgebraucht zu sein. Aber ich glaube jetzt auch im Zuge der neuen Konstellation mit Ralf Heskamp und Thorsten Ziegner in der sportlichen Leitung hat es da wieder einen Drive gegeben. So, und nach meinem Kenntnisstand wird es mindestens ein Team geben, das sich auch zur Wahl stellen wird. Ja, und da muss man mal sehen. Und solche Mitgliederversammlungen sind ja dann auch halt oft auch mit Überraschungen. Ne? Wie ist das Publikum verteilt? Welche Gruppierungen sind da? Welche Interessen sind da? Und da könnte es rein theoretisch auch eine Überraschung geben. Weißt du denn, wer hinter diesem zweiten Schattenteam steckt? Noch nicht. Ich weiß nur, dass es sich eins formiert. Okay. Meinst du denn, dass, dann könntest du auch natürlich schwer einschätzen, ob das eine realistische Chance hat, ne? Logischerweise. Ja, ein Fakt ist ja, seit Jahren wird Kritik laut an Ingo Wald geübt.
Aber es hat sich ja nie eine Opposition, die ja durchaus auch satzungsgemäß die Mittel gehabt hätte, um da einen Wandel herzuführen, also mit einer Abwahl, mit einer Neuwahl und so weiter. Aber das hat es ja nie gegeben, so dass ich dann doch mal gespannt bin, wie treten die auf, ist da wirtschaftliche Kraft hinter, von daher, und diese Wahl, dieses Ergebnis dieser Wahl wird natürlich so oder so Einfluss auf den sportlichen Bereich haben. Klar. Ich könnte mir vorstellen, dass der MSV da jetzt an der Stelle ja auch in diesem Schattenkabinett, so nenne ich es jetzt einfach mal, jemanden bräuchte, der eine größere Strahlkraft hätte als halt Ingo Wald. Also ich finde, ist ein sympathischer Typ, sehr geerdet, das strahlt er auch aus, aber vielleicht braucht der MSV auch mal jemanden, der jetzt wieder so ein, naja, ich möchte nicht sagen zweiten Walter Helmich, aber schon jemanden, der so ein bisschen... bisschen nach vorne geht. Ich glaube, um mal wieder so ein bisschen Aufbruchstimmung beim MSV zu erzeugen. Gerade nach diesem Motto 2025. Ja, ich meine, klar, das ist das Ziel des Teams Wald. Aber wenn du das trotzdem weiter vermitteln möchtest, dann könnte doch sein, dass man da jemanden braucht. Ja, vor allen Dingen, was eine Perspektive wäre, um halt auch diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten, die jetzt bestehen, vielleicht dann doch mal eine Alternative zu Schauensland zu finden. Ne? Ja. Ist schwierig natürlich in der Region, ne? Einen neuen Geldgeber zu finden, der dann auch noch mit der Stadt verbunden ist. In Duisburg ist ja auch noch Capelli eine tragende Säule, die jetzt mit Duisburg nichts zu tun haben, die halt international operierend sind, wo ich mich dann immer frage, am Ende des Tages spielt Duisburg für die vielleicht gar keine Rolle, also der Name Duisburg, die Stadt Duisburg, dass sie halt nur auf die Zahlen schauen und ob ihre Ziele, die sie gesteckt haben, durch das Engagement dann auch tatsächlich erreicht wird. Das Gefühl habe ich auch. Ja. Gut, dann werden wir da schauen, was dabei rumkommt, gucken jetzt dann aber wirklich nochmal aufs Sportliche, auf den kommenden Spieltag und würden dann abschließend auch tippen. Und Ralf, du hast es schon gesagt, du erwartest gegen den Halleschen FC ein Spiel, wo RWE das Spiel machen muss, RWE favorisiert ist? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man die Tabelle sich anschaut, dieses berühmte 6-Punkte-Spiel wieder mal für 3 €, wenn du das gewinnst, dann sind es 9 Punkte Vorsprung. Dann hat man erstmal schon mal einen Konkurrenten sich ein bisschen vom Hals gehalten. Wird genauso schwer werden wie gegen Meppen und Zwickau sicherlich. Die werden wir dann mit 17 Mann hinten vor dem eigenen Strafraum auffahren. Wenn ich tippen soll, ein schmutziges 1-0, würde, glaube ich, jeder unterschreiben an der Hafenstraße. Dirk, was tippst du? Ja, beim MSV Duisburg ist das Problem... Ja, erstmal sind wir bei Rot-Weiß-Essen. Ach so, bei Rot-Weiß-Essen 2-0. 2-0. Ich würde auf ein 3-1 tippen. So, jetzt MSV Duisburg in Saarbrücken. Ja, das Problem ist, dass es vermutlich für Marvin Bakkerlords nicht reichen wird. Jetzt aktueller Stand. Der hat sich letzte Woche im Kraftraum verrenkt, seit dem Rücken. Hat bis heute noch nicht trainiert. Und jetzt kommt der Klassiker halt, letzte Einheit wird abgewartet und dann wird mit dem Spieler gesprochen. Wäre ein herber Ausfall, weil Bakkerlords eine gute Saison spielt und ein ganz wichtiger Faktor im defensiven Mittelfeld ist, um die ganze Stabilität der Abwehr zu garantieren. Ich glaube jetzt nicht, dass er spielt. Es gibt aber noch Sebastian Mayer als Innenverteidiger, als Abwehrchef, der auch eine tragende Säule ist. Man hat einen Paderborn letzte Woche im Test gesehen, als der nach der Pause nicht mehr dabei war. Der Trainer hat von einem aufgescheuchten Hühnerhaufen gesprochen. Dann fielen die Tore für die Paderborner. Das ist schon mal ein positives Signal. Offen ist noch, in welchem System gespielt wird. Da pokert der Trainer noch, vielleicht das Neue mit 2 Spitzen. Saarbrücken hatte vor der Winterpause einen starken Lauf, hat sich ja dann irgendwie unbemerkt fast auf den 2. Tabellenplatz geschlichen. Müssen jetzt auch neu anfangen. 1-1. 1-1. Ralf. Wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, mit 1-1 wäre der MSV sehr zufrieden. Ja. Aber mein Gefühl sagt mir eher 1-2-0 für Saarbrücken. Ich bin dann fast logischerweise auch für ein Unentschieden. Ich tippe auf ein 2-2, weil die Offensive ja zumindest gegen Uerdingen auch funktioniert hat. Vielleicht ja mit beiden Stürmern, Buadus und Giert. Buadus will ja. Buadus, also das ist jetzt auch eine neue Situation. Dass der will, meinst du? Nein. Du hast eine neue Situation, dass du jetzt 2 Stürmer hast, die gut drauf sind. Ja. Giert, der ja jetzt aufgrund seiner Verletzungsgeschichte ja nur ganz kurz zeigen konnte, was er... Ja. Kann. Er hat sich in der Vorbereitung sehr gut präsentiert und Buadus hat auch sich gut präsentiert.
Über beide Stürmer hat der Trainer gesagt, er kann sich vorstellen, dass sie fleißig treffen. Dazu müssen sie natürlich spielen und dann vermutlich dann auch zu zweit vorne spielen. Sonst geht die Rechnung nicht auf. Wird auf jeden Fall interessant. Ich freue mich, dass die dritte Liga wieder losgeht, dass wir endlich wieder richtig schönen Wettbewerbsfußball bei uns im Pott haben. Wir werden das vom Fußball in Zeit natürlich begleiten. Und wenn ihr uns begleitet und noch irgendwelche Fragen, Anregungen habt, könnt ihr die natürlich immer loswerden bei uns. Entweder per Mail hallo@fußball-insight.com oder ihr schickt uns eine WhatsApp-Nachricht. Die passende Nummer findet ihr auch in den Shownotes. Und dann hören wir uns am Sonntag wieder, dann mit einer Sonderfolge aus dem Trainingslager des VfL Bochum. Bis dahin. Ciao, ciao. Fußball Inside, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.